Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Es geht endlich weiter. Nächstes Ründchen Community-Kopfbau-Videos. Wir haben noch einige zu machen. Es ist übrigens gerade kurzer Annahmestopp der Clips. Wir arbeiten die ab, die wir noch haben, und dann kommt eine neue kleine Aufgabe dazu. Die überlegen wir uns dann noch. Das sage ich dann nochmal in einem späteren Teil. Aber wir gucken uns heute erstmal die nächsten Teile vom Community-Kopfbau an. Mit Kotzi. Aber ich würde sagen, wir gucken hier mal ins erste Video rein, wie das ist. Es geht 42 Sekunden, ich bin gespannt. Nice. War das the most one? Das war scheinbar the most one, ja. So, schönes Köpfchen Blick Nana gebaut. Warte, so jetzt hier, es geht ja um den Kopfbau. Und wir hatten literally 3 Sekunden in dem Video vom Kopfbau. Aber, na, so viel wie man da erkennt, sieht eigentlich ganz gut aus. Vielleicht ein kleines bisschen kompakt, aber ansonsten schön verteilt, knapp unter den Rand, sollte ein angenehmes Noppenkontakt-Setup werden. Ja. Sieht gut aus. Wir gucken mal die restlichen 30 Sekunden. Smokebox auf jeden Fall drauf. Und das Ganze auf die, ich weiß es nicht. Und ohne Gitter. Ohne Gitter, ja gut. Dauert halt ein bisschen länger. Aber kennst du die Pfeife, Kotzi? Ist nicht eine Most One. Nee, von der Bowl her nicht. Von der Bowl her nicht. Ich glaube nicht, dass es eine Most One ist. Rauchentwicklung sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Es sind allerdings auch sehr gute Bedingungen für den Rauch, weil wir sehen, dass von hinten ordentlich Licht kommt. Ja. Da sieht Rauch immer deutlich, deutlich geiler aus. Und dichter vor allem. Ja. Aber Rauchentwicklung sieht gut aus. Also für den ersten Clip not bad. So, Marcel hat auch noch ein Video eingeschickt. Da gucken wir auch mal rein. So oh, lang, 7,47. Ja, das ist ein bisschen länger. So, ach nice. Bergers Shisha war sehr nice. Da sehen wir noch die Regale. Ein paar Tonköpfe, ein paar Kamine am Start. Keep calm and smoke Shisha. Genau, Turbine am Start. Mini-Kühlschrank. Mini-Kühlschrank und Disco-Licht. Und da haben wir rechts eine Piranha. Und links, ja, das ist eine Pro X. Aber mit den Carbon-Schlauchanschlüssen, mit Molassefänger noch dran. Wild. Volle wild. Programm. Den pinken Schlauch fühle ich nicht so. Aber abgesehen davon, sehr nice. Und da haben wir die Faddel-Ecke gesehen. Sehr, sehr nice. Und LED hat der gute Junge auch mehr ordentlich am Start, wie man sieht. Sehr, sehr nice. Ah, und Shisha-WG läuft auf dem Fernseher, so muss das. So, da sehen wir einige Oblakos. Wir sehen Werkbund, Harmony Bowl, Mami Bowl, ha? Ja, denke ich auch. Oblako Killer. Ja, sehr nice Kopfauswahl auf jeden Fall am Start. Und einen hat er weggenommen, den würde er, glaube ich, gleich bauen, ja? Ja, und da sehen wir das Kopfbau im Oblako. Schleichwerbung von Adidas. Blut gegen Blut gibt's. Funnel stopfen rein. Natürlich. Das ist ein massiver Blut gegen Blut. Eine Röhre, ja. So. Ja, locker fluffig rein. Erstmal umgerührt. Fluffig. So wollten wir den Kopfbau sehen. Nicht wie vorher mit so einer 3-Sekunden-Ansicht. Es ging ja wirklich um den Community-Kopfbau. Also um den Kopfbau. Natürlich wollten wir auch die Rauchentwicklung dann sehen, richtig. Aber. Ja, so ist schon sehr, sehr nice. Ungefähr 70%. Dann noch der X-Kracher, Miami Number 9. Sagst du X-Kracher? Ja. Oder X-Racher? Racher. Ich auch. Mhm. Weil wo kommt da ein K her? Weiß ich nicht. Da ist kein K. Sagen viele. Warum Kracher? Weiß ich nicht. Was kracht denn da? Weiß ich nicht. Was kracht denn da, Konsti? Wahrscheinlich der Deckel beim Öffnen. Ach so. Oder die Folie beim Kloppen. Deswegen X, aber der hat ja einen Schraubverschluss. Scheiße. Der kracht auch nicht. Nee. Also ist ein X-Racher? Ja. Ja, okay. Ist ein X-Racher. Aber nein, fand ich nie nice. Das war nee, ich auch nicht. Tabak, ja, ja, genau. So orangemäßig. Ja. Nee, war auch nichts für mich. Die Ecke noch voll machen. Müsste genügen. Sehr gut. Als nächstes der Stecher zum Verteilen. Ha? Wir hören auch schon, im Hintergrund läuft die Turbine. Mhm. Kohle geht schon an. Es sieht fast so aus, als wäre genau hier an dieser Stelle ein sie klein geht, bisschen wenig Tabak. Ja. Aber vielleicht kriegt er das ja noch so ein bisschen, ne? Verteilt, ja. Schauen wir mal. Noppenkontakt. Nee, scheinbar nicht ganz. Also in die eine Ecke hätte ich auch noch ein kleines bisschen Tabak gelegt. Ne, genau die hier hinten gerade. Da sieht es so nach einer Schneise aus, wo ein bisschen wenig ist. Aber das ist schon meckern auf hohem Niveau. Ja, also sieht Fall. Schon sehr nice aus, auf ne? Auf jeden Fall. Geht relativ schnell. Schön ordentlich sauber gemacht wieder. Sehr gut. Schauen, wie es von der Höhe passt. Vielleicht drücke ich oben noch ein bisschen an.
Das wäre dann schon... Ja, du siehst auch, dass ein bisschen Chef ist. Ja, aber diese eine Lücke hätte man noch ein bisschen... Oh, oh, ein zweiter, ein zweiter Kopf. Sogar doppelter Community-Kopfbau. Und same procedure, ne? Erstmal Funnelstoff, ne? Was hat er da? Irgendwas Grünes in der schwarzen Dose? Ah, der Center Shock, okay. Den mache ich jetzt auch noch zu 20-30% rein. Ah, da sieht man, der ist schon ein bisschen dunkler. Ne? Ich glaube, der Center Shock hatte ja auch den Burly-Anteil, ne? Fumari, den habe ich jetzt in die separate Dose getan. Der sieht sehr feucht aus. Ja. Da jetzt noch kein Fumari-Fan, muss ich sagen. Gar nicht? Nee. So gibt keinen Fumari, den du magst. Also ich kann mich an keinen mehr erinnern. Zwei Blueberry Muffin, den fand ich sehr, sehr nice damals, aber mittlerweile. Nee, holt mich nicht mehr ab. Vielleicht auch einfach zu lange nicht mehr geraucht. Kann auch sein. Das war aber wirklich nur ein kleiner Schuss von dem. Von dem Hukain, ne? Also für die Säure. Der ist schon recht sauer. Ja, ja, stimmt. Also eher ein Fumari-Köpfchen. Und übrigens, Fumari kann ich nur empfehlen. Funnel und Noppenkontakt, finde ich, läuft Fumari einfach mit Abstand am besten. Da müssen wir auch noch ein bisschen verteilen. Aber da sind wir jetzt auch gleich erst. Ne? Das sieht richtig aus wie so ein OP-Tisch. Also da hat ein Werkzeug daneben, ja. Heißer Matte. Und alles geil. Ja. Tupfen bitte, tupfen. Das ist immer wieder überragend, wie viel Arbeit sich manchmal den Köpfen geben. Also ich muss sagen, ich bin meistens ein relativ fauler Kopfbauer, aber ich habe es mittlerweile auch relativ schnell raus. Sieht gut in der Übung wieder, Marvin. Aber sieht gut aus. Bisschen wenig Kontakt für meinen Geschmack, aber das muss jeder selbst wissen. Ne, also vom Handwerk, der ist sehr schön gebaut. Den finde ich schön gleichmäßig, das sieht auch wunderbar aus. Bisschen Abstand am Rand, bisschen Abstand in der Mitte, ne? Liegt nichts über dem Pfannenloch oder so. Wunderbar. Rand wird auch noch sauber gemacht, also sehr ordentlicher, sehr nicer Kopfbau. Müsste auch passen und auch hier der Kopf wäre soweit fertig. Der doppelte SWG-Kopfbau. Turbine mit Booster am Start. Ach, auch wild. Habe ich noch nicht gesehen. So die Kohle hinlegen? Nee, so ein Pack? Ich lege die immer so schön außenrum in so einem Kreis. Aber ja, warum nicht? Warum nicht? Wenn es funktioniert, funktioniert's, ne? Sieht aus wie ein großes Brikett. Ja. Also für zwei Köpfe. Für die zwei Pfeifen. Ach, Kollege, wartet. Jalla, bring Kohle, Brudi. Das war mit so einem Shisha-Zimmer, ne? Nur mal kurze Hose. Da zwei Kohle drin, einer kippt. Das ist Tomorrowland an der Tür, oder? wenn man sitzt und wartet, dass der Kopf heiß wird. Und dabei auch noch gefilmt wird, ist man so. Aber er lächelt schön. Scheiße, dauert das lange. Dieser Blick, so können wir jetzt rauchen. Ja. Du mit deinem nervigen Community-Kopfbau-Video. Jetzt geht's los. Ich glaube, die Dinger sind auch schon an, weil die dritte Kohle ist runter. Ja? Ich bin der Marcel. Servus, Timo. Ich hoffe, du musst jetzt ungefähr 5 Minuten an sein. Dann zeigen wir euch noch kurz das Rauchergebnis. Ja, so gespannt. Aber Kopfbau sah gut aus. Oh, er hat auch den Iren-Untersetzer hier. Sehr wild. Ja, da aber geht noch ein bisschen was. Gab es den Iren auch in Grün? Nee, dann ist er wohl selbst gebaut. Dann ist vielleicht doch nicht der Iren. Also okay, das ist safe, also, der Iren. Rauch, du kannst den ja auch selbst bauen. Ja, ich weiß, aber der rote wird wohl der Iren sein. Der grüne Schätze ich mal. Aber Rauch sieht jetzt nicht so überkrass aus. Aber die Jungs haben auch fast kein Licht. Ja. Ne, also wir sitzen ja da vor einer Softbox und da vor einer Softbox und hinter uns noch ein dickes Licht auf uns. Also das ist sehr viel Licht bei uns. Und dann sieht Rauch natürlich auch immer geiler aus. Aber man weiß halt jetzt nicht bei denen, ist es jetzt wegen Licht oder wegen Kopfbau. Rauchentwicklung, würde ich sagen, geht ein bisschen mehr, aber ist auch auf keinen Fall schlecht. Und wie gesagt, könnte halt auch einfach wegen Licht sein. Boah, da kam er doch ordentlich gerade. Ja, ist okay. Es war unser perfekter Kopfbau, mein Shisha-Zimmer und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr Kuss wild. War sehr nice. Kuss geht raus fürs Mühe machen und Video reinschicken. Sehr, sehr nice. So, als nächstes haben wir VRK. Zwei Minuten ist das Ganze lang. Schöner Untersetzer. Und in Gelb. Mal nicht in Schwarz. Und auch wieder ein Hokain-Tabak. Aber welcher hätte mich jetzt noch interessiert? Vielleicht sehen wir das gleich noch. Ja, fluffig rein. Umgerührt scheint es zu sein. Auch ein Kopf, der sehr, sehr gut läuft.
Ja, aber ich muss sagen, Mami Bowl will ich nicht mehr empfehlen. Nee, weil sich sehr, sehr geändert hat. Nicht nur das, also die Qualität ist ein bisschen schlechter geworden, aber ich finde, er funktioniert noch genauso gut wie vorher. Aber ich finde es absolut lächerlich, dass er jetzt 35 ja. Euro kostet. So, ATH Traverten, der Kopf, den ich vorher geraucht ja. habe, kostet 25 Euro, kann genau das gleiche, kostet 10 Euro weniger ja. und wenn man ihn bei Union oder sowas noch mit SWG 10 holt, kostet er 22,50 Euro. Das heißt, der ist 12,50 Euro günstiger als die Mami Bowl. Ja, safe. Deswegen kann ich die Mami Bowl nicht mehr empfehlen. Nicht, weil sie schlecht ist, sondern einfach, weil es eine super krasse, deutlich günstigere Alternative gibt. Aber Mami Bowl an sich nicht schlecht. Wir gucken mal weiter. Ich sehe hier neben was sehr Interessantes. Ja, ich auch. Kennst du das? Nein. Ich das nicht. Ist von Kazaa. Ah. Ja. Und bei Kazaa, also es heißt nicht Kazaa, aber es ist von derselben Firma wie Kazaa. Es ist ein HMD. Habe ich noch nie gesehen. Sieht sehr, sehr wild aus. Habe ich nur auf der Messe bis jetzt gesehen. Okay. Ich habe noch nie mit geraucht. Okay. Ich weiß gar nicht, wie das ist, aber wild. Hoffen wir, dass wir ihn gleich sehen. Hoffen wir, dass das nutzt. Ja. Das sah mir aus wie der Orangina. Ah. So nee, White Cake. White Cake? Ja, hier sieht man es. Ah. Das war der White Cake. Und jetzt gibt es noch einen X-Kracher. X-Racher. Welchen? Ah, shit. Krass, dieser Unterschied an ja, Farbe, ne? Wahnsinn. Aber X-Racher ist immer ein bisschen dunkler. Sehr entspannt, das Ganze. So einem Kopfbau zuzugucken. Hm. Könnte man sich auch so eine Dauerplaylist machen, ja. oder? Ist meditationsmäßig. Ja. Kopfbau. Und schön die Airflows gerade. Ich dachte, du machst mit. Achso. Entschuldigung. Alles gut. Ja, sehr nice. Wunderbar. Ja, so würde ich die Mami Boy auch machen. Genau. Den Rand außen noch. Da ist jetzt das eine Tabakblatt hingerutscht. Das muss doch weg. Da, das muss weg. Mach das Tabakblatt weg. Da hinten mach das Tabakblatt weg. Mach das Tabakblatt bitte weg. Da. Du musst nicht so oft drehen. Mach das weg. Schieb das rein. Komm. Da ist er, der Ark. Sehr wildes gesehen. Ding. Ich habe ihn nur auf Messen gesehen. Ich habe ihn noch nie in der freien Wildbahn gesehen. Wild, oder? Cool. Brauchst nicht so viel mit der Kohle spielen. Nee. Und drei Plätze direkt für die Kohle. Und schön eindeutig, wo die Luft, hin muss. Ne? Drin, ja, ja, ordentlicher Schlitz. Oh, Edition 4 Premium. Ist die Hyperia von der Farbe? Weiß ich nicht, sieht man nicht so genau. Oh, schöne Beleuchtung. Ja. Rauchentwicklung sieht absolut in Ordnung aus. Ja, vielleicht ging noch ein kleines bisschen mehr, aber wir wissen ja, okay, war anscheinend angeraucht. Also okay, da wäre vielleicht noch ein kleines bisschen mehr gegangen beim Rauch. Ja. Aber es war auch wieder bestimmt, sehr, sehr wenig Beleuchtung, es war sehr ja. dunkel in dem Raum. Ja, also wird bestimmt sehr nice sein. Als nächstes von Selbstzünder. Selbstzünder? Selbstzünder. Ah, komm wieder, freue mich auf Reaction. Hoffentlich nicht mit Selbstzünder. Oh, wieso denn nicht, wenn man so. Weiß? Oh. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kopfbau-Video. Moin. Auf jeden Fall schon mal nette Auswahl. Ja. Mahalla, Hookah John, Vintage Splash, Oblako, was ist das? Ein 8480 oder so? Der sieht irgendwie so ein bisschen. Geknautscht aus. Ja, ne? Vielleicht ist es so wegen Weitwinkelkamera oder so, I don't know. Und hier noch so ein Joker-Kopf, ganz, ganz wildes Ding. Grape Mint noch am Start, Cane Mint am Start, Green Lean, White Cake feiere ich, Al Kashmir sogar, wild. Ich muss der rot sein, so wie es aussieht. Blue Mint. Noch Green Lean, mehr Green Lean, finde ich gut. Mehr Green Lean ist immer mehr besser. Nie zu wenig haben. Ja, bisschen X-Shisha zum Färben, nice. Sehr schöne Auswahl auf jeden Fall. Wir bauen den ganzen Kram in der schön. Harmony Bowl. Sehr gut. Ganz einfach, easy. Und wir bauen den Redberry. Redberry und Red and Green. Na komm. Red and Green. Nice. So, not bad. Leider in der Base-Variante. Core ist leider aus. Guck, und der kriegt einen blauen Finger. Er macht die Avatar-Konkurrenz. Genau, er macht aber absolut. Red and Green. So. Fangen mit dem Red and Green. Ja, sehr gut. Sieht gut aus. Red and Green, legendär geiler Tabak. Was hat er für ein Kopfbaustäbchen? Ja, sehr schön. Sehr schön umgerührt auf jeden Fall. Dann ist ordentlich verteilt. Ah, das ist der Werkbundstecher, oder? Sieht das alles recht gut?
Dann die Werkbundgabel. Ah, ne, ist eine normale, oder? Ne, ist eine Werkbund. Ist eine Werkbund. Die sehen irgendwie so lang bei ihm aus. Ich weiß nicht, ob das wegen der Verzerrung so ist. Das ist so ein bisschen Aquamenta, ist gerade so an der Grenze, dass ich ihn irgendwie mal nachschneiden will, aber es doch nicht tut. Doch nicht muss, ne. Ist richtig, das ist relativ, das ist genau, relativ grob. Ja, aber ist gerade so an der Grenze, dass es okay ist, ohne ihn nachzuschneiden. Und selbst wenn, Leute, wenn es euch zu grob ist, dann schneidet ihr ein bisschen nach. Ist ja kein Beinbruch. Schere, tak, 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 fertig. Ah, schön. Also genau so würde ich meine Harmony auch bauen. Leute, Rand hoch ungefähr. Einfach mal mit der Schere durch. So ein guter Kopf. Gar nicht beschweren, dass er zu grob ist. Einfach Schere durch und fertig. Richtig. Wer was Feines möchte, der sollte sich dann lieber was anderes kaufen. Wer zu faul ist, da auch mal mit der Schere durchzugehen. Darkside Redberry. Aber der ist ja schon komplett verschimmelt, der ist ja schon komplett schwarz. Der ist schlecht wegschmeißen. Kappa. Und auch nochmal schön rein ins Köpfchen hier. Sprichst du auch immer so mit deinem Tabak? Ja, oder? So, immer, jetzt ne, richtig schön den Tabak. Ich streichle den auch immer noch zuvor und alles. So. Auch zum Einschlafen? Ja, alle Dosen? Die Dosen, immer. Immer. Ich kuschel auch mit den Dosen. Ach so. Und mit welcher Dose Tabak schläfst du am liebsten? Ach, mal schauen. Stecker zur Hilfe. Ja, aber bis jetzt wunderbarer Kopfbau, oder? Mhm. Ah, genau. Rand noch ein bisschen freimachen. Sehr schön. Also, guter Schritt. Auf jeden Fall. Er hypnotisiert seinen Tabak richtig beim Reden. Ne? Er ist richtig beduselt. Du bist auch beduselt, Konsti. Da wird jedes Blättchen zurechtgerückt. Aha, muss exakt sein. Aber ganz ehrlich, für Darkside und Aquamenta sehr schön geworden. Ja, ja. Also gerade Aquamenta, bisschen leicht grob. Darkside auf jeden Fall auch grob und sehr widerspinstig. Nice, sieht gut aus. Weißt du, was die ultimative Skala ist? Wenn du dir jetzt vorstellst, du gehst zu ihm als Gast und er gibt dir diesen Kopf und fragt, willst du rauchen? Jetzt nicht vom Flavor her oder so, sondern nur wie er gebaut ist. Was würdest du sagen? Ja, ne? Safe, auf jeden Fall. Wärst du happy? Ja, auf jeden Fall. Klar. Dito. Das ist immer die ultimative Skala, finde ich. So. Das kommt hier so aus. Nice, das genau, Rand hoch. Sollte sehr, sehr schön. Ganz gut. Wunderbar. Kontakt haben. Oh. Fotos drauf. Schön sauber. Das Original. Das ist bestimmt neu, extra für dich. Fake. Man sieht aber, dass der schon mal benutzt wurde. Dann mache ich Kohlen an, das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Also man hört so in der Stimme, das habe ich natürlich noch nicht gemacht. Danke dafür, Vergangenheits-Ich. Jetzt 2 Stunden später. Ja. Guck. Oh, so, nice. Dann kommen wir mal. Aber jetzt sieht man, wie weitwinklig die Kamera ist. Also kein Wunder, dass der an der Seite ein bisschen sieht. KFS, auch sehr nice. Entweder farbiger Untersetzer, farbige Bowl oder farbiges Wasser? Ich denke mal farbiges Wasser. Sehen wir gleich ins Blubber. Die Bowl sieht aber auch irgendwie und es leuchtet. Naja, gut, wir sehen es gleich. Aber sehr chillig. Auch Entwicklung. Peace. Das Wasser. Ah, der Tellermod, schön umgebaut für den Blow-Off oben bei der KFS. Sehr, sehr nice. Konzentriert beim Pusten. Das ist ein komisches Mundstück. Ups. Komischer Hygienemaut-Tipp, farboptisch. Ah, ne, ist Moos. Hä? Sah irgendwie merkwürdig aus. Ja, doch. Eine Form. Der Kopf ist an. Lässig, elegant. Rauchentwicklung sieht in Ordnung aus. Das ist halt immer wieder dasselbe, ne? Bei dem Kopfbau, bei dem Tabak und bei dem Setup hätte ich jetzt erwartet, dass es halt überkrass raucht. Ja. Sehr elegant. Ja. Oh. Sehr entspannt, sehr genüssliches Ziehen. Aber auch ein nicer Kopfbau, nice Shisha-Location, Setup, tip top. Tip top. Sehr, sehr gut. So, Lukas am Start. Mameli. So, wir schauen mal rein. So, was klappt, Marvin? Mein Name ist Luca und ich werde dir heute jetzt in diesem Video. Nochmal! So, was. Ist der nice. Was? Ja, sehr geil. Ich feiere den Typen. Daumen hoch, egal was ihr jetzt kannst macht. Kannst du das so laut? Nein. Hä? Wie macht er das so laut? What the fuck? Hä, was? Wie geht das denn so laut? Egal, was der baut, es ist gut. Sollen wir das ASMR-Style machen? Oh, nö. Oh. Mein Name ist Luca und ich werde dir heute jetzt in diesem Video meinen Kopfbau zeigen. Und zwar werde ich in dem Oblaco Mono M werde ich von O's Bad Girl rauchen. Das ist ein Grapefruit Limette Tabak. Ja, dann werde ich ein Köpfchen mal bauen.
erstmal ein bisschen umrühren, ne? Na, jetzt wird der Tabak halt flockig hier reingelegt. Was ist denn jetzt schon wieder? Alles gut, ich dachte gerade, sieht aus, wie das so ein Müsli-Bowl ist. Was? Er hat einfach Kopfbaubrett und Kopf? Ja, und dann wie er es bei ihm rausgeholt hat, war so schön so. Hm? Aber Kopfbau sieht gut aus. Ja. Schön umgerührt, mit der Gabel rein, bisschen verteilen. Er muss noch ein bisschen mehr verteilen. Aber so an sich, ja, Tabakmenge passt. So, er macht den Rand frei, er macht schon das Pfannenloch in der Mitte frei. So muss das sein. Hat er sehr gut abgestriffen. Aber sieht gut aus. Kontakt ist auf jeden Fall gut da. Ja. Noch ein bisschen Tabak am Rand. Ah, schön weg. Aber an sich ist das jetzt das Köpfchen. Jetzt packe ich mir noch mein Lotus 1 Plus drauf. 3 One Nation 26er Kohlen. Mikrofon eskaliert. Auf Kipp. Und ja, dann bis gleich. So, jetzt möchte ich das Ganze noch anrauchen. So, kommen wir nun zur Rauchentwicklung von meinem Köpfchen. So, jetzt sehen wir es. Krass, man hört einfach nicht die Pfeife blubbern, ne? Wild. Läuft. Ja, voll okay. Sehr nice. Das war mein Kopfbau soweit. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Und ja, safe. Genau dieses Klicken würde ich an den Anfang vom Video setzen, noch vor deiner Begrüßung. Genau seit Anfang. Aber war gut. Kopfbau war schön, Rauchentwicklung war gut. So, das war der nächste Teil, Community Kopfbau. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Waren ein paar sehr, sehr nice Clips dabei. Zungenakrobatik war auf jeden Fall auch on point. Wenn ihr den nächsten Teil nicht verpassen wollt, auf jeden Fall noch ein Abo da lassen. Gerne auch einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.